Globuli. Globuli ist die wichtigste Darreichungsform von homöopathischen Mitteln. Globuli kommt vom lateinischen Globulus und Globulus bedeutet Kügelchen. So ähnlich wie es den Globus gibt, das ist eben die Erde und Globuli sind dann die Kügelchen. Globuli wird auch bezeichnet als Streukügelchen, ist eben eine kugelförmige Darreichungsform in der Alternativmedizin. Globuli werden gerne verwendet bei homöopathischen Arzneimitteln, aber auch in der Bachblütentherapie oder auch bei Schüsslersalzen. Globuli ist eben insbesondere die Form, eben die Kügelchen. Es gibt auch Globuli in Lebensmitteln, in Nahrungsergänzungsmitteln, Kosmetika, technischen Produkten und Futtermitteln. Globuli sind also kleiner und man nimmt typischerweise mehrere davon. Die Globuli in der homöopathischen Medizin werden dabei in verschiedenen Größentypen verwendet. Es gibt das homöopathische Arzneibuch HAB 2006 und das beschreibt für die Herstellung von D- und C-Potenzen die Größe 3 vor und dann sind das 110 bis 130 Stück pro 1 Gramm. Die LM-Potenzen werden mit der Größe 1, 1 Gramm sind ca. 500 Stück, hergestellt. Hahnemann machte auch schon das Gewicht von Globuli von der Potenzierungsart abhängig und so hat sich einiges weiterentwickelt. Zwar existieren jetzt keine großen Studien, die die homöopathischen Mittel mit deren Wirksamkeit beweisen, aber es gibt eine Menge von Menschen, die merken, dass homöopathische Mittel ihnen helfen. Ich selbst habe auch schon einige Erfahrungen gemacht, wie ein homöopathisches Mittel sehr schnell Krankheiten zum Stillstand gebracht haben und Gesundung wieder bewirkt hat. Globuli haben einen großen Vorteil. Die Globuli sind typischerweise ohne Alkohol, also sind ohne Alkohol. Es gibt ja zwei weitere Formen der Darreichung. Es gibt zum einen, gäbe es die Möglichkeit, sie mit Alkohol zu verdünnen. Eine zweite Möglichkeit wäre, sie in Form von kleinen Tabletten mit Milchzucker zu verdünnen. Die Globuli dagegen werden mit Haushaltszucker oder auch als Xylitol hergestellt. Und so haben sie insbesondere den Vorteil, dass sie für Veganer verträglich sind. Globuli, also die Darreichungsform von homöopathischen Arzneimitteln und anderen alternativmedizinischen Mitteln, die für Veganer am verträglichsten sind.